Hallo und willkommen zurück zu Riders of Icarus. Klein Erna immer noch auf dem Einhorn. Ja, letzte Folge war ein bisschen stressig hier, ne? So ein Ding zu zähmen, da muss man erstmal gucken und klarkommen, wie das funktioniert. So, ich kann ja gleich nochmal versuchen, sonst ein Schweinchen zu zähmen. Man kennt ja, glaube ich, mehrere Tiere. Ich weiß gar nicht, wie viele man Tiere zähmen kann. Oder kann man hier alle Tiere, die da sind? Ne, ich glaube, alle Tiere kann man nicht zähmen, glaube ich nicht. Auf jeden Fall kleine Erna mit einem Einhorn, das ist schon mal nice, ne? So, wie steige ich überhaupt ab? Weiß ich gar nicht. Was haben wir denn da? Ne, das ist nur mein Tier. Der Gefährt hat Stufe 4 erreicht? Okay. Das Level steigt also von alleine, wenn ich drauf sitze oder mich ab und zu mal bewege. Kann man da absteigen? Greift das Ziel automatisch an? Kann er? Nee. Ich weiß gar nicht, wie man absteigt. Komm, wir reiten noch ein bisschen durch die Wildnis hier. Oder muss ich da oben raufklicken? Nee. Hier steige ich ab, ne? Reittierplatz. Hm. Kann ich auch so mit Crow reden? Jo. So, Prüfung Dingsbums hatte ich ja abgeschlossen. Ich habe nach Wegen und so weiter und so fort. Hier muss ich raufklicken, sonst könnt ihr das nicht alles lesen. So. Sprich mit Kulagan. Kulagan, König oder komische Namen hier. Meisterschmied ist das also. What do you want? Ihr seid es, der Minenarbeiter und so. Ja, ja, komm. Ah, so viel Text schon wieder. So, hier kriegt Klamotten. Fromme Robe des Drachenritters. Erhalte Schatzschlüssel des Bragen. Okay, ich muss irgendwie hier. Muss ich gleich irgendwo zum Lager und welche Monster killen? Naja, komm, wir schnacken nochmal. Einfach. Was ist denn los hier heute? Irgendwie lädt das dann dauernd nach hier. Keine Ahnung, was los ist. Und ich weiß immer noch nicht, wie man absteigt. Leertaste? Nö. Da passiert das hier mit der Leertaste. Ich möchte doch absteigen. Allgemeine Güter, okay. Oh, Beutel. 8 Plätze. Ja, den nehme ich gerne. Fetch some leather straps from the Bragin miners and I'll make you a bag. Ah, das ist ja nur eine Quest. Ich muss ja erstmal, ne, man muss ja erstmal was machen hier. Man kriegt ja nicht alles umsonst hier. Man muss ja dann natürlich dafür arbeiten, ne? Hukanis looks better on a full stomach. So. Aha. Kann ich hier auch was verkaufen? Ach, ich muss ja noch meine neue Waffe anlegen. Oh, hab ich ja ganz vergessen. Aren't you hungry? Nee, ich bin nicht hungrig, aber so gibt's hier schon Schönes. Hm, naja. Was ist das denn da? Gezähmter Wolf, okay. So, wie steige ich ab? Aha, da steige ich also ab. Einfach draufklicken, alles klar. Ah, Crow hat noch eine Quest hier. Disgusting creatures, pigs. Boah, so viel Text. Use your holy powers to take down their warriors. Gibt's was zu essen? Okay. You can make a difference. Was haben wir denn hier? Segne die Soldaten mit Zeichen. Greife die Gefechtsmeister mit Zeichen an. Und, okay. Ach ja, Waffe auswählen. Dingsbumsen da. So. Zack, eine bessere Waffe. Kann ich eigentlich das alte Gedönse verkaufen, ne? Weil sonst wird es langsam knapp im Inventar. I'm trying to come back later. Beim Schmied kann ich nichts verkaufen. Eat as much as you want. So, was ist das denn noch hier? Ach, ein Ring. Disgusting.
Führer des Waldes hat auch noch einen Auftrag. Überfalle das Kriegslager. Oh, dann kriegen wir ein paar Schüchen dafür. Schön. The Bragin have brought this upon themselves. Drachenritter Hauptmann, mit dem müssen wir auch noch reden. The Dragon Knights know neither defeat nor surrender. Göttliche Hilfe, abschließen. Oh, was gibt's denn hier? Stell 4 Mana, stell Gesundheit. Ne, Gesundheit brauche ich nicht. Ich kann mich ja heilen, also Mana ist wichtiger für mich als Kleriker. Ach, ich krieg beides. Okay, ich dachte, ich muss was auswählen. Noch nehme ich beides. Disgusting creatures, pigs. Belohnung, gibt's nur Geld? Oh. I don't know where those Brogans got their weapons. They've got us pinned down on open ground. We'll never win this fight as long as the sky is raining hell on us. I need someone to get behind their lines and take them out. Understood? Ja, das bin wohl ich. Und die sahen aus wie Ewoks, ne? Die komischen Monster da. Die hatten echt voll eine Ähnlichkeit mit so Ewoks aus Star Wars. So, ich muss da hinten links irgendwo hin, wo die ganzen Kreuze sind. Lager an den Ruinen. Was ist denn da hinten? Disgusting creatures, pigs. Ah, ja. So, schauen wir mal auf die Karte, die ich ja auch noch gar nicht gezeigt, ne? Wir müssen dahin, nach links. So, Einhorn habe ich mal gerufen und jetzt abgeht die Post. Aber ist auch nicht wirklich schneller, ne? Ein bisschen. Steht da was drauf, wie schnell das ist? Ne. Wird das pro Level-Aufstieg vielleicht ein bisschen schneller? Wisst ihr da mehr als ich? Immer her damit in die Kommentare. Vielleicht spielt ja das Spiel sogar selber. So, hier vorne muss ich irgendwo hin. Da muss ich auch noch mit einem schnacken hier. Sir Roland. Look alive! Den Hauptkörper abschneiden. Okay. Mhm. We have to break the Bragin defenses. Besiege Elite Räuber. Warum sind meine Questanzeige jetzt so? Ach so, da erste Seite und zweite Seite, oder? Moment mal. Zack, ja. Ach, da muss ich unterstützen. Oh, ich muss absteigen. Aus wie Ewoks, ne? Vom Gesicht her oder so. Oh oh, oh oh. Bin ich auf dem Flächenschaden? Den habe ich doch auch noch irgendwo gehabt, ne? Boah, ist der denn gedroppt? Kiste? Was das denn schön ist? Oder ist das nur für die Quest? Drei Kupfer. Ach, die droppen nur mal Kisten. Okay, die anderen Monster haben so Beule gedroppt und die droppen dann nur Kisten. Die halten schon ein bisschen aus, ne? Oder mache ich doch so wenig Schaden? Ich kann ja gar nicht. Muss mir die ganze Zeit heilen hier. Ja, die sind Stufe 4, aber ich bin auch Stufe 4. Die muss ich immer noch killen. Muss ich die überhaupt killen? Ne. Dem muss ich doch helfen hier. Erhalte Schatzschlüssel des. Erhalte die Leder. Keine Ahnung. Das sind noch die Kämpfer, die ich töten muss hier.
Hä? Der ist ja verschwunden. Ah, jetzt habe ich endlich was bekommen für die Quest. So. Oh, ist schon wieder soweit. Ja, liebe Leute, ich komme mal zum Ende. Das war schon wieder mit der 10-Minuten-Folge hier von Riders of Icarus. Ich sag dann schon mal Adios. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Lasst mir einen dicken Daumen da. Würde mich sehr drüber freuen. Währenddessen ich den Kupfer nochmal abbaue hier. Jo, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.